Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Frohsinsel, glaube ich, heißt der nächste Ort. Uff, ich brauche 50 Grinseblumen. Das ist kein Problem, denn wir haben mittlerweile schon fast 400. Ich glaube, die letzte Anzahl wird auch 400 sein. Denn wir sind hier schon nah am Finale. Das ist die letzte normale Welt. Danach kommt schon die oder sagen wir, das ist die vorletzte Welt. Das ist die vorletzte Welt hier. Da geht schon viel besser. Und anscheinend wird das noch schon fröhlich und das nächste dann, oder das letzte dann sehr düster. Yep. Oh nein, ein Frosch, so ein riesengroßer Frosch. Aber die Sonne sieht cool aus. Und die Autos da. Allgemein, die Welt sieht eigentlich ganz cool aus. Frohsinstal. Wir nennen es mal Frohsinstal. Herzlich willkommen! Jo, dankeschön. So, ich weiß gar nicht, ob man schon nachgucken kann, aber ich werde jetzt auf. Ups, werde auf jeden Fall schon mal nachgucken. Ups. Nein, hier. Nein, okay, man muss erstmal die Welt abschließen. Okay, machen wir auf jeden Fall. Flussfreuden ist das erste Level. Und ihr wisst, jetzt ist wieder Zeit, 100% zu sammeln in den Leveln. Yeah. Es fehlen wahrscheinlich nur noch irgendwie 6 Level oder so. Also diese Welt 3 und die nächste Welt 3. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, dass wir fast am Ende sind. Das Let's Play geht ja schon eine Weile, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist jetzt endlich ein guter Zeitpunkt, das Let's Play mehr oder weniger mal zu beenden. Und, ja. Verdammt, dürfte ich bitte nochmal zurück? Denn da sind... Was ist gerade passiert? Dürfen wir bitte nochmal versuchen? Weil ich glaube, da bei den Münzen ist was. Was war das gerade bitte? Ah, das ist aber cool. Das dachte ich mir gerade schon. Wenn ich mich ducke, dann... Na, ah, okay. Das ist cool. Also ich finde allgemein die Kostüme in diesem Spiel ziemlich cool. So, und was ich sagen wollte, ist, dass ich wahrscheinlich dann in diesem Let's Play nicht mehr mit... Was passiert? Hat er mich gegessen? Dass ich in diesem Display wahrscheinlich leider nicht mehr mit Danny spielen werde. Aber ich denke, 4 Folgen mit Danny gemacht haben wir. Und ich denke, das ist eigentlich so auch ganz okay. Ich jetzt kann abschießen, aber da ist wahrscheinlich nichts drin. Nee. Aber die Welt sieht bisher sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Hier gibt es nichts. Außer halt ein Irrer, der mich aufessen will. Und wir sterben instant ohne Grund. Super. Okay, das Level selber mag ich jetzt nicht. Ich mag halt nur das... Level-Design! Also Level-Background-Design. So, das sieht alles sehr cool aus und sehr schön, nur... Das sieht ja auch so aus, als wären wir irgendwie in der Küche oder so. So ein Badezimmer, seht ihr das? So die Wände, die sind alles, als wären wir so ein Badezimmer. Ja, aber das Level selber mag ich bisher nicht. Aber ja gut, jetzt müssen wir auch überlegen. Wir sind schon am Ende des Spiels natürlich. Wird es jetzt auch um einige schwerer. Und als ob ich die Blume jetzt übersehen habe. Wenn die jetzt weg ist. Ne, die ist noch da. Kannst du bitte... Dumme Fisch, ey. Lass mich in Ruhe. Ich muss schon auf die Plattform, dankeschön. Du, du, du. Und es ist die gleiche Musik wie sonst immer. Und wieso ist das jetzt gerade schon wieder... passiert und jetzt fast noch einmal. Okay, das sieht bisher ganz cool aus. Oh, bevor ich den aktiviere, das wäre dumm. Sollte vielleicht erstmal so machen. Und let's go. Ach, dreh dich um. Verdammt, ich muss alle abtreffen, glaube ich. Alle, die eine Coin haben. Alle, die ein Coin Master sind. Oh, verdammt. Was? 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 Das ist ja bisher das knappste Spiel, was wir hier hatten. Knappste Minispiel. Also das finde ich jetzt echt einfach nur dreist. Also, Entschuldigung, ne, aber... Das akzeptiere ich so nicht. Alter, was? Verdammt!
Ach, ich mag das Level nicht. Also ich mag es schon, aber so viele Stellen bisher. Also ich finde das Grundkonzept sehr cool, sehr, sehr cool. Aber die Umsetzung so hätte man besser machen können. Oder was meint ihr? Die muss man später wahrscheinlich alle abtreffen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war eine rote. Also sehr wichtig. Wo ist der hoch? Ja, oder? Dann soll ich aber vielleicht erstmal... Nein, nicht sterben. Sondern nicht ausschalten. Oh Gott. Oh Gott, was passiert hier? Ja, hier ist ein Flatter mit... Münzen. Cool. Sonst fehlt bisher da die eine dort, genau. Aber sonst nichts mehr. Aber ja, wie gesagt, das Grundkonzept des Levels finde ich sehr cool. Vielleicht sieht die Rückseite des Levels ja viel cooler aus. Wer weiß. Okay. Also bisher eigentlich alles, außer diese eine Assi Aufgabe. Das ist bisher das Schlimmste im ganzen Spiel. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Ich brauche ganz drin. Ah ja, zack. Oh, was ist das denn? Oh nein, das könnt ihr nicht mit mir machen. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Hallo? 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 Alter, was passiert hier? Hilfe! Nu! Oh Gott, das wird schlimm. Nein, ich hab's jetzt ernsthaft nicht erwischt. Aber ich habe ja noch einen Versuch. Na komm. Ja, okay, da war eine rote drin. Sonst noch irgendwas hier? Ja, die hier. Oh Gott, ja, das Herz habe ich noch bekommen. Okay, ich merke gerade, ich brauche die eh nicht. Oh, gut, dass ich hier gelandet bin. Dann kriege ich sofort wieder meine ganzen Eier zurück. Das ist doch nett. Hat das Spiel auch mal nachgedacht. Komm mal her, du. Oder fall ins Wasser. Okay. Da war eine Blume, habt ihr es gesehen? Ah, oh Gott. Hey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, oh. Ah! Was? Ach, als ob. Wie lame. Also ihr könnt mir echt nicht sagen, dass die Entwickler das Level durchdacht haben. Das wirkt auf mich so, ja. Wir machen das Level mal kurz fertig und dann ist das Level da. Die können mir niemals erzählen, die haben das Level durchdacht. Weil nein, das haben die nicht. Das haben die definitiv nicht. Nein. Selbst die Cheap Sheeps sind lächerlich. Also wirklich lächerlich. What were they thinking, ja? Nein, nein. Oh Gott. Komm. Yes. Okay, nächster Pass. Also die Herzen will ich auf jeden Fall schaffen. Red Coins. Hoffentlich auch. Aber bisher sieht es sehr gut aus mit den Red Coins. To be honest with you. So. Yes! Nice! Okay, also nur die eine am Anfang, diese Assi-Ding. Oh, ist das hier? Oh nein. Red Coins? Red Coins vielleicht? Noch bitte irgendwo? Bitte? Red Coins? Lächerlich. Ich sag dazu nichts. Kein Kommentar. Einfach nur lächerlich. Okay, wir haben alle Red Coins. Doch, uns fehlt eine Blume. Wo ist sie? Da ist sie. Hab sie. Oh Gott, das war knapp. Aber ich hab sie. Super, wir haben alles außer diese Strix-Assi-Blume am Anfang. Okay. Also wie gesagt, ihr wisst, wie ich das Level finde. Also sage ich dazu jetzt nichts mehr. Yeah. Bitte, bitte, bitte.
und hole kurz die eine Blume nach. Und das war gerade mein Handy. Ja, cool, yeah. Was mache ich hier? Please help me. So, es wird mal wieder Zeit, den Rotz wieder zu versuchen. Ja, okay. Wenn man es früh schafft und aus dem richtigen Winkel schießt, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so schwer. Also, vielleicht habe ich da auch übertrieben, aber sagen wir es mal so, wenn man nicht aufpasst, ist es sehr schwer, das noch zu retten. Also, du musst eigentlich schon wissen, was passiert. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Level. Flip, flap, flop. Okay. Ist ein sehr kurzes Level, oder zumindest gibt es einfach allgemein wenig Blumen in diesem Level, wie ich sehe. Hat das einen Grund? Ist das einfach kurz? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, es gibt wieder diese Wingull-Abschnitte. Ich weiß nur nicht, wie die... Hier. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ich glaube, Birdie oder so. Ja, hab's vergessen und so. Ja, haha. Und ich habe nur ein Kostüm mit 3 Herzen drin, merke ich gerade, verdammt. Ich werde in meinem nächsten Level ein Kostüm nehmen mit vielen Herzen. Aber guckt euch das an. Sieht cool aus. Immerhin andere Musik. Das freut mich doch. Hey. Das ist mein wenig Abwechslung. Warum haben die Musik eigentlich nicht so oft gehabt? Das macht mich irgendwie traurig. Ja, okay, so cool ist jetzt auch wieder nicht, aber ist so zumindest etwas Abwechslung und es läuft ja sonst immer die gleiche Musik. Aber ja, lieber die Musik als jetzt. Ich wurde gerettet! Ich wurde gerettet! Nein! Ey, Bro, ich sehe nichts, da ist irgendwas vor mir auf meinem Bildschirm. Genau, ja, okay, nein, warte, Bro, warte auf mich. Okay, danke. Yes. Einen Moment, da gehen wir down. Du, da gibt's nichts. Oh, okay, die Day. Doch warte, da gibt's wohl was. Verdammt. Bitte spawn ich hier. Okay, danke. Ja. So, wieder an Ort und Stelle. Ich habe nochmal das Level neu gestartet. Und nun haben wir uns hier wohl bei etwas beeilen müssen. Und der Aufbau hier erinnert mich irgendwie an Super... Nee, nur Mario Bros. Ganz normales Mario Bros. Das sah gerade so ein wenig danach aus, der Aufbau. Das war mir jetzt auch egal, dass ich getroffen wurde, aber bitte nicht noch einmal. Okay, die gehen sich so durchziehen. Okay, cool. Und wir genießen erstmal das Level, denn darum geht es ja doch. Wo muss ich denn jetzt lang? Oh, guck, da ist da im Hintergrund den Typen an, da auf dem Berg. Oh, dann kann man abschießen. Oh, nö. Ist einer der Sammelgegenstände, das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. In der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge fangen wir nämlich direkt schon an, hier alles zu sammeln. Wir haben ja jetzt alles geschafft. Und das Let's Play wird auch schon bald zu Ende sein. Und mein Kostüm ist leider weg. Und das ist tatsächlich sehr, sehr nervig, dass mein Kostüm jetzt weg ist. Also, wirklich nervig. Verdammt nervig. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich auch im Real Life. Gefühlt. Das ist nicht gut. Na komm. Okay, kann man runter. Das ist ein Flatter im Hintergrund. Nein! Das kann nicht ernst sein jetzt. Okay, wow, das sind aber ziemlich viele. Das waren ziemlich viele Red Coins auf einmal. Das waren jetzt 5? Ja, doch, das waren jetzt 5 Red Coins auf einmal. Cool. Sage ich nicht nein. Ja. Da müsste ich mal kurz hoch. Nein, verdammt. Ich muss mal kurz hier hoch.
Das Spiel ist schon sehr interessant, muss ich zugeben. An manchen Stellen fühlt sich das aber nicht wirklich wie Yoshi-Spiel an, sondern wie ein anderes Spiel. Manchmal fühlt sich das einfach nicht an, als würde ich Yoshi spielen. Sondern irgendwie... Oh, da oben geht's lang. Sondern irgendwas anderes halt. Aber... Das ist ja auch nichts Schlimmes. Definitiv nicht. Das muss ja nichts Schlimmes heißen. Ja? Ich wollte doch nur mal erwähnt haben und ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Dürft ich da bitte hochkommen? Nein! Nein, nein! Verdammt! Jetzt lass mich endlich hoch, Mann! Ich schmeiß dich ab mit meinen unsichtbaren Eiern. Nein! Na! Mann, was wird denn das hier? Komm schon! Lass mich da hoch, ich will doch keinem was Böses. Ich will dann einfach nur hoch. Aber anscheinend darf ich nicht. Und sehr nervig ist das. Und gereimt hat sich das auch nicht, aber endlich bin ich oben, yeah. Eine weitere Blume hab ich dadurch bekommen. Endlich. Oh yeah. Nein, nein! Ey, was ist denn das für... Und natürlich schaffe ich das jetzt im First Try. War ja mal wieder klar. So, was ist hier drin? Das war alles für Herzen. Die ich jetzt eh verloren habe. Okay, weg schnell, weg schnell, weg. Da gibt es wahrscheinlich nichts. Hoffe ich zumindest mal. Und verdammt, wow. Oder? Ja, okay, da gab es wahrscheinlich nichts. Höchstens Red Coins, aber selbst das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich habe keine gute Laune mehr. Auch wenn das alles so schön aufgebaut ist. Kein Bock mehr auf irgendwas. Nö, nachher. Du. Wo geht es lang? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, hier ist schon richtig. Ja, doch da oben waren noch Münzen. Die alle noch bekommen. Das waren nur normale. Können wir mal feststellen, dass ich, oder festhalten, dass ich diese Welt überhaupt nicht mag? Ja, das ist zumindest jetzt mein Standpunkt und so wird mein Standpunkt auch wahrscheinlich bleiben. Oh nein. Oh, dann werde ich auch abgeschossen im Hintergrund. Super. Okay, es war zumindest ganz einfach. Okay, ich kann die Blume von hier aus abschießen. Komm schon. Okay. Immerhin, ganz ehrlich, immerhin. So, aber ich mache mir Angst, mache mir Sorgen um die Red Coins. Es fehlen noch 5. Okay, wir haben zumindest die Leben. Das konnte jetzt nicht mehr so schlimm werden. Was? Wie komme ich da hoch? Hä? Wie komme ich da hoch? Hallo? Ich muss hier hoch? Ja. Wow, das sind nur normale. Aber ihr seht ja, hier ist schon das Ende. Also irgendwo muss jetzt noch was sein. Das kann ja jetzt nicht... Oh ja. Ernst sein, verdammt. Mach keine Stampfattacke, Yoshi. Oh. Wow, was ist das? Was ist das? Gibt's irgendwas? Oh ja, hier gibt's Red Coins, ganz viele. Und verdammt, das ist mir egal. Oh, alle Red Coins. Und da oben die Blume. Tschüss. Oh, hab ich alles? Okay, nur noch die Leben. Ich habe mich nicht treffen lassen. Okay. Ich hab mein Kostüm ist nämlich fast kaputt. Bis dieser einmal dürfte ich mich theoretisch treffen lassen, aber muss nicht sein. Komm schon, Ziel. Bitte lass mich raus hier. Ich muss hier raus. Schnell. Yes. Gut, vom Design her sind die Level tipptopp. Flip, flop, flop, flip. Aber die Level selber machen keinen Spaß. Ja.
Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung machen wir dann ein weiteres Match-Level. Solar Zoom. Oder Solar Zoom. Ja. So, Solar Zoom Match. Und by the way, sieht mein Kostüm gerade etwas seltsam aus. Aber ja, gerade vorhin dachte ich, das Level wird bestimmt irgendwie blöd, weil es ist ein Match-Level noch. Aber tatsächlich sieht das irgendwie ganz cool aus, deshalb bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, das Level. Also, wie es sich spielen wird zumindest. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist das letzte Level für heute. In der nächsten Folge werden wir die Welt abschließen. Die Rückwärts-Level und die Quests. Und was ist denn eigentlich gewollt hier? Schnapp dir den Sieg mit deinem Solarauto. Ja, schon klar. Im Sonnenstrahl fährt es schneller, im Schatten langsamer. Wittige Yoshi nach links oder rechts, um die Fahrspur zu wechseln. Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Hat er gerade ein anderes Gesicht gemacht, als ich ihn abgeschleckt hatte? Oder habe ich mich da... Nee, doch. Ah, nee. Weil ich mich an ihn dran springe, so von der Seite. Ja, okay. Erster Platz kriegt alles. Okay. Erster sein und alles bekommen. Es gibt 2 Blumen, rote Münzen, normale Münzen und Herzen. Let's go. Also wie viele Treffer kann ich denn? Ich habe 3 Treffer. Okay, gut. Ich bräuchte ein paar Eier. Okay. Habe ich die bekommen? Nach wie auch immer. Nach da. Yes. Okay, da waren rote dabei. Oh, verpiss dich, hau ab! Mein Gott. Oh, verdammt, okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht gut in diesem Spiel, in diesem Level. Okay. Achso, weil ich im Schatten war. Ah, verdammt, die Münzen waren da! Optische Steuerung, no! Okay, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal alles zu bekommen und erster Platz zu werden, machen wir dann im zweiten Durchlauf in diesem Level. Als ob man so langsam ist im Schatten, das ist lächerlich. Das ist verdammt lächerlich. Aber ich würde sagen, erster Platz sein, letzter Platz werden in diesem Level ist eine eigene Kunst an sich und es ist, die haben sich darauf konzentriert, das Level schwer zu machen, statt spaßig. Super, cool. Dass sie noch markieren müssen, dass man hier ein Turbo bekommt. Super, aber beim Schatten nicht. Super. Ja, ich muss dann nach rechts. So, ich brauche nämlich zumindest die Herzen. Okay, die Herzen haben wir zumindest schon mal, Leute. Verdammt, verdammt, verdammt. Gib mir die. Verdammt. Mir egal. Oh, mir fehlt ja wirklich alles, ey. Was ist denn das? Okay, Münzen habe ich. Herzen habe ich auch. Mir fehlen eine Blume und so gut wie alle Red Coins. Und natürlich erster Platz, aber. Den werde ich womöglich nicht mehr bekommen. Oh, warte, das ist hier, ne? Ach, was? Okay, da waren noch welche. Cool. Okay, ich weiß echt nicht, bei welchen... Oh Gott. Rote Münzen sind bei welchen nicht, aber da waren welche. Leute, da waren ja mega viele, merke ich gerade. Was? Okay, hä? Ich habe schon fast alles. Oh Gott. Hallo, ich habe doch... Lächerlich. Steuerung ist das größte Problem in diesem Level. Das alles zu steuern. Ich würde nur dieses Kart bewegen. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, warte, mit den Red Coins sieht tatsächlich eigentlich ganz gut aus. Da fehlt mir tatsächlich nur eine. Nur ein Red Coin. Aber ist das Ziel. Okay. Das Level ist auf jeden Fall interessant. Und die Idee in dieser ganzen Welt eigentlich sehr cool. Und die Shakes sind mir genauso cool. Aber Umsetzung. Die Umsetzung. Ja, ich weiß, wo die Blume war. Ich glaube, das war nämlich, wenn man nicht runterfällt in dem Loch da. Dann hat man es geschafft. Ein Red Coin fehlt uns. Wahrscheinlich irgendwo am Anfang, vermute ich mal. Ich habe aber absolut keine Ahnung und, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal dasselbe machen müssen und versuchen, erster Platz zu sein. Aber bevor wir das machen, schalten wir erstmal die Welt frei. Hey Yoshi, warte mal kurz, bevor du weitermachst. Ach, was denn? Wie hat der Frohsinnstal gefallen?
Hattest du eine schöne Zeit? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht was besorgen. Eine Flaschenhütte. Sie besteht aus Plastikflaschen. Wasser macht ja also nichts aus. Können wir das später machen? So. Wir holen uns erstmal hier alles raus. Unser vollletzter Automat. Wahrscheinlich. Ich schätze mal nicht, dass es in dass es später im Spiel noch mehr gibt. Oh, das waren sehr viele Münzen. Ich glaube, ich muss am Ende noch mal ein paar Münzen farmen für das letzte. LOL. Hätte ich nicht gedacht. Oh, okay, interessant. Und, wie sieht's aus? Lotusblatt. Sag mal. Umwölkter Berg. Gelbes Solarauto. Das sieht tatsächlich gar nicht mehr so schlecht aus. Gelber Eimer, blauer Eimer, roter Eimer, pinker Eimer, grüner Eimer, Kippblock blau, Kippblock rot, pink, Kippblock violett, Kippblock grün, ja! Rotes Auto, grünes Auto, gelbes Auto, himmelblaues Solarauto. Lippenwels, das war klar. Und ein rotes Solarauto, super! Das ist voll die Abwechslung hier. Ja, da werden wir uns dann in der nächsten Folge genau anschauen. Vollständig, juhu! Ja! Okay. Jetzt wird erstmal versucht, den Essenplatz zu erreichen. Eine Redcoin, hätte ich die zumindest bekommen, dann wäre schon mal alles gut. Ich vermute mal, das war irgendwo am Anfang. Ich werde jetzt auch nichts schneiden oder so, weil das Level war relativ kurz und deshalb kann ich das ja nochmal zeigen. Außerdem kann ich ja auch nochmal dadurch die 30 Minuten füllen, ne? Nicht, dass das nötig wäre oder wichtig wäre oder so, aber ich meine ja nur. So, gib mir die Eier. Okay. Weg mit dir. Verdammt. Der Rote, der ist blöd. Ja, da lang. Ach, verdammt, nein. Hau ab. Okay, da waren sie nicht. Jetzt. Während er da ist. Und dann hier, zack. Du weg. Verdammt, nein. Ach. Nein, 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 nein. Okay, okay. Hier da ganz rechts, würde ich sagen. Ups, sorry. Sorry. Oh Gott. Das ist echt schwer zu manövrieren. Halt mal Abstand hier, halt mal. Halt dich mal weg hier von uns. Dadurch sind wir nämlich schon Vierter. Achso, da! Yes! Wie haben wir es geschafft, alle Red Coins zu bekommen? Was? Was ist los bei mir? Okay, wir haben alle Red Coins, das heißt, es wird nur noch Zeit, erster Platz zu werden und die eine Blume nachzuholen. Deshalb müssen wir versuchen, unsere Gegner etwas abzuschießen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Uff. Bitte da lang. Das heißt, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Das wird etwas schwer hin und wieder mal. Oh yeah. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Soll ich hier die Kurve schneiden? Auch wenn es nichts bringt wahrscheinlich. Können wir es trotzdem mal versuchen. Aber ich weiß ehrlich nicht, wie ich es geschafft habe, alle Redcoins zu bekommen. LOL. Nach ganz rechts. Nach ganz links. Denn da ist Sonne. Jum. Oh, guck mal hier. Na, mein Freund. Zack, weg mit dir. So, wir haben nur noch normale Leute bei uns. Obwohl, der andere ist noch drin. Was? Habe ich jetzt aber nicht erlaubt, ja. Rechts. Und dann scharf nach links. Yes. Komm schon. Yes. Erster werden, erster werden, erster werden. Nein. Wie schalten wir den aus? Was zum Teufel? Hallo. Ja. Nein, nein. Jetzt. Yes. What? Als ob ich noch erster Platz geschafft habe. Ja, nice. Okay, Leute.
Damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Pussy-Wertung. Also mir hat es gefallen. War sehr lustig und wir haben alles und ey, super. Puh. Wer keinen Bock hat mehr auf diese Welt und in der nächsten Folge nicht sehen will, wie ich alles sammle, der kann auch gerne von mir aus bis zur übernächsten Folge warten. Da werden wir nämlich die letzte Welt spielen. Die nennt sich nämlich Schummerwald. Schummerland, meine ich. Haut rein und ciao, Leute.